Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Max ist wieder zurück in der alten Welt und wir machen uns auf Spurensuche in der Garage. I wonder if David is going to the party. Hier eine Notiz. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Oh oh, dass da eine fehlt, ist ja tatsächlich kein gutes Zeichen. Nicht gut, nicht gut. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Ja, es ist jetzt vorbei anscheinend bei denen. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich und meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Ja, ich finde auch, er sollte ihn zu Ende schreiben. Das ist doch sehr persönlich und sehr einfühlsam gewesen. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn die beiden wieder zueinander finden, wenn ich ehrlich bin. Auf gute Art. I'll help Miss Grant next time. If there is one. Von Director Wells an David Madsen. Wie in unserer Diskussion zum neuen Campus-Überwachungssystem besprochen, informierte Miss Grant mich darüber, dass ihre Petition nur eine Möglichkeit des Protestes von mehreren ist. Während wir eine neue Ära der Sicherheit in Blackwell einläuten, müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß, Director Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Von Michelle Grant an David Madsen. Ich brauchte keine Überwachungskamera, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Miss Grant. At least he has one weird fan. Von Anonym an David Madsen. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühle mich im Wohnheim sicher, als Sie... Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehrten bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Wish I had surveillance footage of that conversation. Von David Madsen an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell Akademie und ohne mich wird er sich ausbreiten. Mit freundlichen Grüßen, D. Madsen. Da geht es ja heiß her anscheinend. Was haben wir hier? Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts, too. Okay. So, was finden wir denn hier in dem Schließfach? Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? Oh. Okay. Ich rate einfach mal. Lustig. For once, I don't have time to search for the code. Oh, echt? I need to find a way to break this padlock. Ja, dann müssen wir eins von unseren alten Nummern nehmen. Oder raten, oder ich weiß auch nicht, aber da gibt es viel zu viele... For once, I don't have time to search for the code. Viel zu viele Möglichkeiten. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the nee. Shot. Nee. Nee, dann machst du das noch kaputt, wahrscheinlich. Excuse me. Just one picture, please. Und das hat natürlich einen Schmetterlingseffekt ausgelöst. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Warum kannst du das... Mach das Brett wieder zurück. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. So, dadurch, also wenn wir das Brett nämlich
nicht wieder hingestellt hätten, dann wäre bestimmt irgendwas mit dem armen Vögelchen passiert. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht nix, weil wir das Brett halt wieder hingestellt haben. Sehr interessant von der Reihenfolge. Macht man es nicht, kriegt man natürlich keine Errungenschaft, kein Foto etc. Lässt die Vögel aber in Ruhe. Bewegt man das Brett, ist es nicht gut für die Vögel, aber du hast dein Foto, packst das Brett wieder zurück, hast das Foto und hoffentlich den Vögeln nichts getan. Aber das weiß ich natürlich nicht ganz genau. So, was haben wir denn hier noch Schönes im Angebot? Wir müssen irgendwie an diese Code-Geschichte rankommen. Sie hat ja nicht so viel Zeit angeblich. Was können wir denn mal machen, damit wir da diese Nummer rauskriegen? Vielleicht kann er sie uns einfach sagen oder so. This is so my fault that Joyce kicked David out. Max Caulfield. Did I actually cause that clock to stop? Wieso? Was ist mit der Uhr? Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Oh. Was hat das zu bedeuten? Time keeps on ticking. Wo ist denn der Marienkäfer? Keine Ahnung. Was das zu bedeuten hatte, vielleicht irgendwie für den Vogel oder so? Jetzt können wir uns da hinsetzen. Was haben wir davon? Wir setzen uns auf den Hocker. Das haben wir davon. Das wäre ein Moment. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? These alternate lives exist. I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Max hat es nicht einfach. Aber wir müssen weiter nach Spuren suchen, deswegen bin ich mal aufgestanden. Vielleicht kann uns ja irgendwas helfen, wie Chloe zum Beispiel oben, mit der Passwortgeschichte oder so. Oder finden wir irgendwo einen Hinweis? What the hell did David do for Nathan? Ist irgendwo da eine Nummer gewesen? And what did his dad do for David? Eine Nummer, wir brauchen eine Nummer. Ah, einen Pappkarton. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. Yeah. I wish Chloe could too. Tja. Ach, was haben wir denn hier? Wir können das Ding nehmen und aufbrechen. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Ja, aber das merkt er doch. Geht das nicht anders? 911 steht da. Hm. Was? Können wir irgendwas... Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ich will das eigentlich nicht aufbrechen, weil ich mir die ganze Zeit denke, so komm, das muss man doch auch anders hinkriegen, weil er sieht das doch dann. Er kann das doch... Und man kann es ja eingeben, deswegen ärgert mich das irgendwie halt. Shit! Ja, wir können alles Mögliche ausprobieren. Aber nichts wird wahrscheinlich funktionieren. Vor allem, ich weiß ja noch nicht mal, wie die Zahl anfängt. Wir hatten doch... Vielleicht finden wir was in unserem Tagebuch darüber. Momentchen mal. Irgendwo... Steht da irgendwo was? Ja, das sind ja die ganz alten anderen. Ich war noch nie so froh gewesen, Chloe zu sehen, als ich ihr blaues Haar und ihr hübsches, angenervtes Gesicht sah, bereute ich etwas, sie nicht geküsst haben, vielleicht wenn sie mich weiter herausgefordert hätte. Wie, jetzt steht sie jetzt voll auf sie? Ich konnte ihr nicht mal sagen, wo ich gewesen war oder warum. Es würde sie nur noch mehr entfremden von mir und der Welt. Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe hatte Detective-Arbeit geleistet, während ich in einer anderen Realität war. Ja, wir können das ja nochmal durchlesen in Ruhe, aber nicht jetzt, weil ich jetzt mal auf der Suche bin nach dieser Sache von Frank.
Nee, nicht Frank. David. Naja, sie hatte doch so viele Notizen eigentlich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist David. Können wir da nichts was finden? Da ist David. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich der Sicherheit auf dem Campus machen. Und Jod stolziert herum. Bla bla bla. Aber wir finden da nicht jetzt wirklich einen Hinweis, ne? Nicht so wirklich, wirklich. Also... ich dachte, das ist vielleicht zufällig irgendwo noch festgehalten oder so. Hm. Hier haben wir die Fotos. Natürlich sieht man, wie viele Fotos ich übersehen habe. Es tut mir auch echt leid. Ich bin immer so blöd und sehe das gar nicht oder so schusselig. Zwei haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal geschossen. Aber ich halte auch weiter die Augen offen. Auf jeden Fall, Leute. Nur, wie gesagt... würde ich jetzt gerne eigentlich einen Hinweis finden. Ja, für die andere Geschichte. Warte mal. Wenn ich da wieder hingehe, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. Was ist bloß mit Arcadia Bay? Chloe. Sie schreibt doch mal alles auf. Warum ist denn da nichts? Das auch nicht. Beweis haben wir nicht gefunden. Wir unterhielten uns. Das ist eine Sicherheitschen. Nee, nee, nee. Ja, Chloe und ich in der Küche und dann ging es halt los, ne? Das war Chloes Stichwort, reinzuplatzen, sich mit Joyce zu streiten. Hm. Ich weiß nicht, nee, ich komme da anscheinend nicht wieder ran oder so. Ich würde es aber gerne. Ja, dann Brechschlange. Dann sorry, David, but... I bet you would do the same thing as me. Dann die harte Tour, wenn wir das so machen sollen. Keine Ahnung. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. 15.17 Uhr Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. TWN PKS, 30.09.2013, 49 Breitengrad, Längengrad, alles voll bis zum 7.10. Übertrieben. Oh, sogar Max und Warren und so im Gefecht. Was ist da? Da ist das Kennzeichen, hat er direkt auch notiert. Uns hat er, also Max, beobachtet. Das steckt sie natürlich ein. Das Score. Back to Chloe now. Kannst du da den Kram nicht mal wegpacken, damit er das wenigstens nicht so offensichtlich sieht? Na gut, wir gehen zu Chloe. Unser Foto haben wir ja gemacht. Wir lassen das Vögelchen in Ruhe. Chloe. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have da to get back sie. To my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Okay. Ciao, David. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Wie lieb von Thanks, Chloe. Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Okay, wir besuchen Kate im Krankenhaus. Das ist sehr gut. Die freut sich bestimmt, Max zu sehen.
Oh, wie süß. Dass sie da so sitzt. Vielleicht geht es ihr etwas besser. Max! Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Finde ich total schön, dass es Kate etwas besser geht und sie jetzt hier diese Kinderzeichnung macht und so. Das ist echt toll. Good to see that Kate is still working on her book report. Ja, was Gutes, ne? Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Ja, es ist echt niedlich. Ja, so ein bisschen zeichnen und so tut auf jeden Fall gut. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. If this gets Kate through the night, so be it. Ja, dass sie halt ein bisschen positiver denkt, also auf jeden Fall ein Fortschritt. I don't think get well is quite apropos. Naja, aber sie freut sich ja trotzdem über die Luftballons. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. In unseren Herzen und Gedanken, wir lieben dich, Kate Blackwell Academy. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate, ich weiß, du hasst mich und aus gutem Grund, aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst, XO Vic. Immerhin, finde ich echt cool. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Von Raymond Wells an Kate Marsh. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen, Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für Ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in Ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Das ist doch mal nett. Hier ist ein Foto. Thank you, sisters. You really saved Kate. Und du auch, Max. Nicht das Licht immer unter den Scheffel stellen. Das ist auch nicht gut. Sie meint es ja, wie gesagt, immer gut. Wir setzen uns mal hin. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Das ist so süß, wie sie da sitzt und zeichnet.
Das kenne ich von mir selber. Vielleicht denkt sie bei diesen Krankenhausbetten oder im Moment auch ein bisschen an Chloe und wie sie hätte leben können oder gelebt hat in der anderen Weltversion. Ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Parallelwelt. Ich glaube, Max will, wie gesagt, einfach nur, dass es allen gut geht. Und ich bemühe mich, diese Entscheidungen für sie dementsprechend zu treffen. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Wir können über Victoria reden, über Kate, über Nathan. Reden wir mal einmal erstmal über sie selbst nochmal. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh yes, and you could bring Warren along too. Ja, keine Jungs erlaubt, Warren. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on... Und dann können wir bestimmt entscheiden, ob es mit Warren mehr wird oder so. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? Vortex Club, Prescott Familie. Ich weiß es nicht. Ich sag mal Vortex Club. I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. Ooh. Dann nochmal über Victoria reden. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Sie ist ein Miststück. Sie ist unsicher. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Ja, das Tell Alice I'll see her soon. Das Kaninchen und die Pflanze und das alles haben wir auch schon eine Weile nicht gesehen. Ja, es ist sehr schön, sie wiederzusehen. Dem schließe ich mich an. Gut, dass es ihr besser geht. Und wir verlassen mal das Krankenhaus. Chloe wartet ja schon auf uns. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Es geht ja vor allem auch nicht nur darum, dass man sie überhaupt wieder sieht, die liebe Kate, sondern auch in was für einem Zustand sie ist. Und es ist einfach schön zu sehen, dass es ihr etwas besser geht. Die coole Akademie. Wir sind zurück. Mit all den Menschen, die wir noch gar nicht so gut kennen.
und die auch ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Leben haben, das wir beeinflussen könnten, aber wir kümmern uns gerade um was anderes. Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Schön, dass Let's Chloe... See if I can find out where Nathan is. Schön zu sehen, dass Chloe und Max hier wieder zusammen sind an der Schule. Was heißt wieder? Also Chloe ist ja hier nicht an der Schule, aber dieses Oldschool-Gefühl, wie man hier bei Life is Strange mal angefangen hat. Ich würde sagen, wir kümmern uns im nächsten Part weiter darum, ob wir Nathan finden etc. und was wir weiterhin rausbekommen und hoffentlich vielleicht das eine oder andere Foto hinbekommen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch. Oder Kommentar, ihr kennt das. Und dann freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Life is Strange. Mit neuen Geheimnissen, Gesprächen, Dingen, die mich wahrscheinlich wieder überraschen werden. Also, bis dann.